So, hallo zusammen. Ihr hört Piepen im Hintergrund, das kommt, weil das Spiel das macht. Ihr werdet euch sicherlich wundern, hey, warum sind das keine Highlights? Ganz einfach. Wir haben überlegt, wir machen ein neues Format. Es ist vielleicht nicht so neu für euch, aber neu für uns, und zwar sind es einfache Let's Plays. Geplant ist es, das für einige Spiele zu machen, nicht für alle, die wir im Livestream lieber nicht spielen wollen. In dem Fall ist es Metal Gear Solid 5. Den letzten Teil, den ich gespielt habe, ist der zweite auf der PlayStation 1. Ist also schon ein bisschen her. Ich habe aber tolle Sachen gesehen und das hat mich total happy gemacht. Und ja, jetzt spiele ich ihn. Wie häufig wird es Let's Plays geben? Es kommt drauf an, wie viele Spiele wir dafür haben. Und es kommt auch drauf an, wie viel Zeit wir dafür haben. Ich habe mir das Prolog-Video schon angeguckt. Es ist nicht so aufregend. Ich bin jetzt in den Einstellungen gewesen, habe das Ganze mal ein bisschen gefixt, damit das auch ordentlich aussieht. Und ich finde, wir können auch mal loslegen. Angesetzt sind 30 Minuten pro Video. Ich hoffe, ich kriege das auch so hin. Wollen wir erstmal sehen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Ich starte die Stoppuhr und los geht's, würde ich sagen. Genau. Wow. Was? Genau, wir sind irgendwie, wir haben ein Lied angemacht, dann kamen tausend Namen von irgendwelchen Leuten, die da mitwirken, und dann bin ich irgendwie im Krankenhaus aufgewacht. Jetzt 3 Tage nach dem Aufwachen. Can you hear me? Was? Are you having difficulty speaking? Nee. Can you move your head? Ich glaub nicht. Just nod if you can hear me. Look up, please. Ach so, im Spiel, ja. Logisch. Very good. Danke, danke. How do you feel now? Ganz gut. Ich habe ganz gut. Ich habe ein bisschen Schnupfen, aber sonst. What is your name? Manuel. When were you born? Das sage ich jetzt. Das geht dich gar nichts an. Ich wusste nicht, dass ich hier solche Infos geben muss. Ach komm. Huch. Gott, ist das unscharf. Sind wir mal ein bisschen Wow! Okay. Aber jetzt gibt's hier das größte Geheimnis ever. Wann habe ich Geburtstag? Bitch. Pausieren, drauf gucken, merken! Gut. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Okay. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! No Sokoma! Nurse! Calm down! Calm oh yeah, down. Give me the Drogen! Mm. Wait a second. Try not to panic. Now. You'll be alright. 9 fucking Jahre, Alter. Das ist schon krass. Respekt. Ganz schön lange geschlafen. Ich bin nach einer Woche schon fertig. Also nach einer Woche sei ich schon. Nach 12 Stunden bin ich schon tot. Da geht's mir richtig. Scheiße. Bin ich richtig groggy. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages.
CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Ow! Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone. Oh, lecker. Teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Uh-huh. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. Alter, das ist ja richtig so ein fettes Schrapnell im Schädel, ey. One more thing. This X-ray is on your upper body. Ah! Now, best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Ja. Ah, schön. No, so come on, Gregor. Try to calm down. Calm down. Please, calm down. It's gonna be okay. Yes, yes. Calm down. Yes. So, jetzt penne ich wieder eine Woche. Yes. Gut. 2 Jahre später. 2 Wochen nach dem Aufwachen. Ja, also noch eine Woche später. Alter, penne ich lange. Da träumt Batman von. Oh Gott, wo will ich hier gehen? Boah, Entschuldigung. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there. So there's something we need to take care of first. Lass mich gehen! I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Ich bin noch damn sexy, Alter. Ich weiß nicht, was da. Wo ist das Problem? Oh! Ach du Scheiße! Ernsthaft? Ich kann Snakes Optik komplett ändern? Never! Alter, ist das heiß. Oh! Solid Snake, du! Geil! So, ja, was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir hier den Hillbilly Country Boy oder nehmen wir hier den Kimbo Slice Verschnitt? Mike Tyson, Entschuldigung, irgendwie, der sieht eher aus wie, Alter, wenn der jetzt noch ein bisschen grimmiger guckt, sieht er aus wie Ice Cube. Krasse Scheiße, Alter. Nehmen wir hier den Holzfäller-Guy aus Russland? Oder nehmen wir doch lieber den Asiaten aus Asien.
Alter. Oh, ich hasse sowas, ne? Entscheidungen sind nicht so meins. Ich glaube, ich... Ich nehm hier Drogo, Karl Drogo. Frisur. Oh, das kann man alles noch ändern. Okay. Wow. Komm, wir nehmen den Vollbart. Was? Weiße Haare. Wow. Redhead. Wobei, das war ja eher ein Ginger. Ach komm, lass mir ihn so. Stirn. Ach du Scheiße. Komm, lass mich ganz böse gucken. Ich habe das Gefühl, ich mache hier mal hart den UFC-Fighter, ey. Augenform. Die Augen müssen stets offen sein. So. Alter, das sieht aber schon fett aus, ne? Wenn so andere Spiele so einen Character-Editor hätten, das wäre schon um einiges geiler, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja schon ziemlich erstaunt. Was mache ich hier? Oh, what the fuck, ey. Das ist aber sehr detailliert. Da haben die Asiaten aber hart drauf geachtet. Wow. Oh, das erste wird nur der Charakter. Der Charakter-Editor sein, Leute. Es tut mir so hart leid, ne? Aber ich habe da so Spaß an sowas. Alter. Oh yeah. Komm. Mach ihn richtig zum Monster. Nice! Geiler Scheiß, Alter. So, die Nase. Nasenspitzenform, ey. Guck dir das mal an, das ist kaum anders. Wie krass detailliert die das haben wollen, ne? Nasenlochposition. Gib ihn so. Nasenlochgröße. Richtig die Nüstern hier. Zack. Die Wangen. Oh, Wangenkontur. Ein richtig markantes Gesicht. So eins, was ich niemals haben werde. So. Finde ich ja schon. Ich hätte gern so ein Dragon Ball Ding. Phaser, Taser, keine Ahnung. Ist zu lange her bei mir. Smile.
Smile! Nein, er ist böse. Er ist immer böse. Ich mach mir meinen kleinen Kratos hier, ey. Kiefernpartie. Hautfarbe. Nee, ich glaube, ich bleib bei so einem neutralen Ocker, Braun, Rot. Faltentyp. Ach du Scheiße. Keine Falten. Ja. Schon etwas älter. Oh. Ich glaube, ich nehme den, der guckt so grimmig. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Merkmale, Narbentätowierung. Und Schmetterling! Oh, ist das süß! Ein Herzchen! Gibt's da nur so Scheiß-Tattoos, Alter? Auf den Augenlid tätowieren lassen, Alter. Das ist aber ein ganz kranker Vogel. Oh, yeah. Oh yeah! Ich glaube, ich lasse diesen abgeschrammten Look. Das gefällt mir. So. Diesen Avatar verwenden. Ja, Mann! Das ist mein Drogo. Gut, 10 Minuten rum. 20, 30, ich weiß es nicht. 30 sind es noch nicht. Ach ja, Charaktereditone. Ey, seid froh, dass ich nicht Black Forest spiele, Alter. Das könnte noch richtig schlimm enden. Wie die das mit den Augen wohl gemacht haben. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. Thank to tell you. You the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Ahab! Forget everything. Your name, your past. Du. Ist das Absicht? Dude, da hinten. This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes a phantom. Ja. Ey, ich hab Geld, glaube ich. Und warum ist mein Gesicht schon wieder so anders? Not yet. The patient and an expert saw my face. Of course. Consider it done. Du, das kann man doch auch regeln. Anders. Quicktime-Event? Ha? Ha? Ha?
tatsächlich. Alter, geht ab. Was ist er denn für ein Ninja? Was jetzt? Ha? Verschwinde! Säure. Aha! Zum Glück war's dein Arm. Ey! Oh, warum erwarte ich jetzt Feuer? Feuer! Feuer. Oh. Anakin kommt näher. Oh. What? Einfach der Bitch Move. Messer weg, Alter. Und nochmal. Verbrenn, du Schlampe. Raus mit dir. Wo du hingehörst. Hier die ganze Bude abfackeln wollen. Das geht ja wohl gar nicht, ey. Huh? Guck mal, ich bin ein Pirat. You are okay, a pirate. Time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a life. She took the short way down. Who are you? Deine Mutter. You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ismael. Ismael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? Oh, what you did. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Oh yeah, no. Adrenaline. Like a little digoxin to get you back in the game. Okay, doch kein Adrenalin. Oder doch? Ich kenne mich nicht mit Medizin aus. Come on. Ey, entspann dich mal, Controller. Okay, jetzt guck. Jo, dann sind wir morgen hier aus dem Krankenhaus. Vielleicht, mit Glück. Heute noch bitte. Oh, aua! Zum Stuhl. Zum Batmobil. Wie auch immer. Irgendwo hin. Ich hätte. Jetzt die Krankenschwester raten. Das habe ich nicht gesagt. Ja, ich versuch doch aufzustehen. Ich möchte nicht unter sein Röckchen gucken. Let's take the stairs. Ja, gerne. Ich bin dann gleich da. Versprochen. Ich gebe mir Mühe. Zombies! Zombies! Oh, Alter, mach dein Hemd zu! Huch, Entschuldigung. Ey, das ist echt nicht schön. Da, nein! Ich guck nach hinten. Alter, Leute, seht ihr das? Man kann die Kimme sehen! Geh weiter! Oh, ist das, kannst du keine Boxershorts tragen, wie ich es tue? Oh, Alter. Okay. Jetzt stell dich nicht so an, verdammte Scheiße. Oh. Was ist das?
Latch. 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 Oh, Alter, der läuft da halb nackt rum, ne? Oh, ich will da gar nicht hingucken. Oh. Hier wird schon ganz anders hier. Zieh dir doch mal was über, du Möchtegern Ninja. Vor allen Dingen was. What the hell is that? Oh, what the fuck, Alter? What the fuck? Ey, ich spiel noch Metal Gear Solid, oder? Oder ist das ein Horrorfilm? Was für Drogen hat er mir gegeben? Woo! Nice! Was war das, Alter? Das ist ja richtig krass. Achso, ist das jetzt die Rache? Du hast mich angezündet, jetzt komme ich wieder als Feuerteufel. Alter, der Typ hat eben gebrannt. Und jetzt hat er. Was hat der für eine Regenerationsfähigkeit, Mann? Das ist doch krank. Ich hoffe, ich hatte gerade nur Hallos, Alter. Ansonsten ist das Spiel ganz schön abgetickt geworden. Wow. Wie ein Karpfen. Robb ich mir den Weg nach draußen frei. Oh, Alter, der hat immer noch nichts drunter. Jetzt zieh dir doch mal was Ordentliches an, Junge. Das ist ja nicht mehr anzusehen. Schön. Schön anzusehen. Oh, oh, ich kann... Wirken die Medikamente? Ja, scheinbar. Was auch immer der mir gegeben hat, Alter, das scheint ein ganz schön krasser Aufbaupräparat zu sein. Quasi Speedrunner Steroide. Muskeln in einer halben Stunde. Hold up, let's fix this. Einrecken. Next time, lecker. It's always good to try and mend your injuries while hiding from the enemy. Over there. Okay, die wollen uns ins Leder, glaube ich. Nach 9 Jahren. Wenn ich endlich mal aufwache, kommen die Schweine her, oder was? Willst du mich verarschen? Oh, Ninjas. Let's go. This way, Harry. Bin ich Harry? Bin Snake. Keep your head down. Oh, super. Ich spiele mit PlayStation, Mann. Nicht mit Xbox. Das hasse ich ja, ne? Das hasse ich wirklich. Help me. Please.
Ah, ja. So hilft man aber nicht den Leuten. Der kriegt jetzt mal hammerharten Kopfschuss. Oder auch nicht. Doch, vielleicht doch. Hi, Bro. Magst du bitte woanders hingucken? Das ist mir unangenehm. Cool. Help me. I don't want to die. Ficky, ficky. Gut. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, die erste Episode ruckelt leider. Das wird sich bei den nächsten Episoden bessern, definitiv. Ich habe es nämlich nach der ersten Aufnahme gesehen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst hoffentlich einen Daumen nach oben da. Von montags bis freitags sind wir bei Twitch. Ab 21 Uhr kann man uns da sehen. Sonntags gibt's wie immer die Highlights. Gerne followen, gerne Abo dalassen. Alles super, alles toll. Kommentare sind auch gern gesehen. Und die nächste Folge gibt's natürlich in besserer Qualität, flüssiger. Und ja, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.